Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und im Rahmen der RedTube-Verfahren, da haben wir immer wieder uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob Streaming wohl legal oder illegal ist. Jetzt gibt es eine klare Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof, die zunächst gar nicht so in den Medien beachtet worden ist, weil sie Streaming nur so am Rande betraf. Die Entscheidung ging dahin, dass ein Presseauswertungsportal, die nennen sich Meltwater Press, eine Lizenz gekauft hatte von verschiedenen Tageszeitungen in eine Datenbank die Artikel zu pflegen. Und diese Lizenz, die gab es. Und jetzt war die Fragestellung, darf Meltwater diese Artikel auch den Kunden anzeigen oder muss dafür nochmal was gezahlt werden? Eine Urheberrechtsabgabe. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, naja, allein das Anzeigen am Bildschirm, das ist überhaupt keine urheberrechtliche Nutzung, die die Kunden hier begehen. Die machen keine Kopie. Das ist alles nur im Rahmen des Internetabrufs. Dafür muss nicht nochmal gezahlt werden. Das war also der eigentliche Fall. Ich sage aber, gut, wenn der EuGH sagt, Anzeige am Bildschirm und Speichern im Browser, Cache heißt es, glaube ich, ist nur eine dem Internet immanente Nutzung, also eine Nutzung im Rahmen des Internetgebrauchs, dann gilt das auch für das Streaming. Das heißt, damit haben wir von höchstrichterlicher Stelle geklärt, dass die RedTube-Abmahnungen illegal waren. Die einzige Frage, das muss ich leider deutlich so sagen, die jetzt noch offen bleibt, ist die, was ist, wenn ein Streaming-Angebot, so wie Kinox.to zum Beispiel, klar illegal ist. Dazu hat sich der EuGH nicht geäußert. Das war auch nicht die zu entscheidende Frage. Denn Meltwater war erstmal nicht klar illegal, sondern war sogar legal, aber es war die Frage, ob da genügend Lizenzen gekauft worden sind. Ist dann Streaming auch noch für den Endkonsumenten legal? Wir sagen ja, danach muss nicht entschieden werden. Es wird einfach keine Kopie angefertigt und basta. Aber es gibt Juristen, die eine andere Meinung haben. Deswegen da bitte vorsichtig sein. Und noch etwas. Diese Entscheidung ist natürlich kein Freibrief, um Popcorn Time oder Cuevana TV zu nutzen. Diese neuen Streaming-Software, die jetzt überall im Internet verbreitet wird, mit der man ganz leicht Filme, Blockbuster und Kinofilme schauen kann. Denn bei dieser Software handelt es sich nicht um das Streaming, sondern diese Software ist viel näher an einer Tauschbörse dran, wie wir hier schon mal in einem eigenen Video erklärt haben. Wer das alles noch mal ganz genau wissen möchte, der sollte auf den Button Blogbeitrag am Ende dieses Videos klicken. Denn in unseren Videos haben wir jetzt neuerdings immer diesen kleinen Knopf drin, der direkt zu unserem Blogbeitrag führt für alle, die dies noch mal nachlesen wollen. Ich danke euch fürs Zuschauen, freue mich auf eure Kommentare. Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.